Hallo ihr Lieben aus Alaro. Wir starten jetzt mal hier am Motorrad das Video. Und ja, ich bin heute nach Alaro gefahren. Sandra ist zu Hause und ich musste mal wieder das Motorrad ein bisschen bewegen, dass es einfach mal wieder ein bisschen die Batterie aufgeladen wird. Im Winter durch das schlechte Wetter fährt man nicht so oft und dann muss man immer mal wieder schön hier überbrücken, dass es wieder angeht. Also jetzt hier ein Ausflug nach Alaro und den habe ich gleich verbunden. Oder der Ausflug heute habe ich verbunden mit einer Fahrt nach Alaro und euch ein paar Bilder vom Weihnachtsmarkt aus Alaro mitzubringen. Habt viel Spaß bei dem Video. Wenn es euch gefällt, Daumen nach oben, liked es, teilt es und jetzt viel Spaß mit den Eindrücken aus Alaro von diesem kleinen Weihnachtsmarkt hier. Es soll heute noch den letzten Tag ein Weihnachtsmarkt sein, der war wohl dieses Wochenende. Und jetzt schaue ich mal, ob ich euch ein paar nette Aufnahmen mitnehmen kann hier vom Weihnachtsmarkt in Alaro. Irgendwelche Musikbands waren halt auch da. Die haben hier heute wohl Musik gemacht. Und da sind wir auch schon in der Mitte von Alaro und hier beginnt jetzt für mich der Weihnachtsmarkt. Ja, ganze Platz hier voll und auch wirklich gut besucht heute am Sonntag tagsüber. Ich habe ein paar Bilder von letzter Nacht gesehen, also abends ist er auch sehr, sehr schön, wirklich schön beleuchtet. Das haben wir natürlich tagsüber nicht. Aber heute Abend kann man auch nicht mehr kommen, weil soweit ich weiß, ist der Markt heute geöffnet bis 17 Uhr. Und dann ist der hier vorbei. Daher bin ich jetzt hier tagsüber da. Ohne Weihnachtsbeleuchtung. Ah, schön. Qué bonito. Hier haben wir wirklich einen schönen Wagen, der hier dann auch seine Pflanzen verkauft. Ja. Richtig schön gemacht. Ja. Mal kein Food Truck, sondern ein Flower Truck. Camión de Flores. Sehr schön gemacht. Hier in der Mitte. Ein schöner Weihnachtsbaum. Und das Ganze untermalt mit Live-Musik. Viel Schmuck, Keramik. Die typischen Dämonen hier. Ja. Die Teufel Mallorcas. Schöne Cupcakes. Wirklich schöne Cupcakes. Euch allen natürlich auch ein Bon Nadal, ein schönes Fest. Thank you.
Schmucki, Schmucki. Wer möchte einen Rock? Ein Lederrock. Und hier habe ich nochmal lecker Süßes. Mom and Mom. Ah, Schokolade Caliente, heiße Schokolade. Das sollte ich mir, wenn ich fertig gefilmt habe, vielleicht noch eine gönnen. Und nochmal geht's vorbei an dem schönen Truck hier mit Blumen. Wieder runter zum Markt. Ja, ist auch gut besucht. Jetzt mal gucken, es ist jetzt wieder am Anfang vom Markt. Da ist ein Foodtruck. Krebs. Süßes Burger. Und geht weiter in Richtung, ja, mal gucken, was hinten noch kommt, um die Kirche herum. Hier auf geht hier das. Ja, und ich glaube, das war's. Hier ist dann eher schauen auf dem Marktplatz. Mit Restaurants, wo alles offen ist. Ah ja, hier ist noch was für Kinder. Ein Kinderkarussell. Die Route 66. Ab in die Staaten. Schön mit Motorrad. Mit Route 66. Das wäre auch mal wieder was. Das waren dann auch schon unsere Eindrücke. Oder nicht unsere, sondern meine Eindrücke. Hier von diesem kleinen Weihnachtsmarkt in Alaro. Wir beenden das Video auch wieder hier. Mit dem Motorrad. Ich hoffe, euch haben die Eindrücke vom Weihnachtsmarkt in Alaro gefallen. Ist immer nur ein Wochenende. War jetzt heute tagsüber da. Ich muss mal schauen, vielleicht bekomme ich noch ein paar Bilder eingespielt, wie er nachts aussieht. Ist auch sehr, sehr schön beleuchtet. Also auch nachts oder abends. Gestern Abend war wohl sehr, sehr schön. Habe ich ein paar Bilder gesehen. Heißt also für mich nächstes Jahr am Samstag kommen, abends, wenn die Beleuchtung an ist. Schön, dass ihr dabei wart. Auch zum Abschluss nochmal die Bitte, wenn euch das Video gefallen hat, gebt einen Daumen nach oben. Teilt das Video, folgt uns. Und ja, euch eine schöne Vorweihnachtszeit. Lasst es euch gut gehen. Bis dann. Ciao.